Also wohl denen, bei denen so ein Kind so ein ungeplanter Unfall ist, da wird nicht nachgedacht. Aber wenn so ein Kind geplant sein soll, dann denkt man drüber nach, also wie man es macht, also damit alles richtig läuft. Also wer oben, wer unten, auf keinen Fall von hinten. Und dann bist du als Mann tatsächlich irgendwann, und das kann ich den Jungs hier auch schon prophezeien, du bist als Mann dann froh, wenn die Frau sagt, Mensch, irgendwie Kind, und du freust dich dann auch drauf. Dann denkst du, ja Mensch, ja, geplant, die Pforten sind geöffnet, also das Buffet ist... Willst ja auch nicht, dass es langweilig wird, so nach dem ersten Monat, und du willst ja auch jede Sekunde nutzen, in der Eisprung sein könnte, und denkst dir so, ole ole, auf geht's. Damit es nicht langweilig wird, saß ich dann auch irgendwann direkt so auf unserer Breitkott-Couch daheim, Kamasutra-Buch für Anfänger in der Hand. Cool. Und denkst gleichzeitig auch wieder über diese Studien nach und guckst rein, denk, Stellung halbe Kerze. Hast direkt Angst, dass der Kinderarm leuchtet. Oder was hatte ich noch? Stellung Brückenpfeiler zum Beispiel. Wenn es blöd läuft, wird es ein Vollpfosten. Ja? Wir können jetzt ausdiskutieren, wie Arschlochkinder entstehen. Ja, sind wir uns mal ehrlich, so als Mann hast du bis dahin immer mit so Ausreden kämpfen müssen, mit, oh, Schatz, heute nicht. Kopfweh, jetzt wo es um Schwangerschaft geht, na Schatz, schau mal raus, Vollmond, das wirkt sich eventuell auf den präfrontalen Kortex im Gehirn aus. Spinnig, muss man jetzt irgendwie auf die Gezeiten vom Atlantik achten, um kein Kind zu zeugen, was irgendwie in der geistigen Liga von der Tiefsee kaulen darf, ich schwimme zum Beispiel. Bin ich im allerersten Termin beim Frauenarzt, habe ich gefragt, ab wann wir denn einen Vaterschaftstest machen. Fand meine Frau nur so mit. Ja, irgendwann kommt der Moment, wo einem der Frauenarzt sagt, dass es zu Ende geht. Also, dass das mit der Schwangerschaft, also, dass man das Koffer packen soll. Also, dass das reale war Blühhormon-Roulette. Also, der große Showdown, ne? Habt ihr? Ja. Also wenn es vorbei ist mit dir und deiner Frau und dem Medizinball daheim auf der Breitkott-Couch. Und das war der Moment, als ich den Frauenarzt gefragt habe, woran ich denn erkenne, dass meine Frau bei den Wehen übertreibt oder simuliert. Der Körper einer Frau ist ja eh nicht das Einzige, was sich verändert. Ich habe im Internet auch gelesen zum Beispiel, dass das weibliche Gehirn während der Schwangerschaft um 8% schrumpft. Wusst ihr? Stimmt echt. Steht im Internet. Wächst du danach wieder? Da gibt es keine Studien darüber. Ich glaube, es war an dem Abend, als ich die ganzen Kinderzimmermöbel aufgebaut hatte, kam ich dann ins Wohnzimmer, meine Hormonmurmel lag auf dem Sofa und hat geschnarcht. Kam ich im Wohnzimmer und sieh das Notebook wieder offen. Drauf geguckt. Nachdem ich mir ein Bier aufgemacht habe, bin ich daneben geknallt. GoFeminine.de, kennt ihr? GoFeminine.de? Feindbild des schwangeren Mannes. Aller Vater. Was da los ist, ich sag's euch, nur Verrückte. Und ich hatte ja eh mega Hals auf dieses Internet. Ja, haben wir gedacht, komm, wenn sie schläft, kannst du mal machen. Ausgelockt, wenn überlegt, Account angelegt, wie habe ich ihn genannt? Blond Angel 22 oder so. Neues Thema eröffnet. Threat. Kriegen Zwillinge, können aber nur eins brauchen. Notebook zugeklappt und ins Bett. Nächsten Tag Notebook aufgeklappt. Fragt nicht, Freunde. 473 Antworten, 58 persönliche Nachrichten. Alles dabei. Pädagogen, Psychologen, Politiker, Pfarrer, Polizisten, Jugendamt. Alle mussten sie mitdiskutieren und kommentieren. Hey, hatte ich einen Spaß. Ja, man kann doch so ein Kind nicht einfach so hergeben. Ich drauf geantwortet, ich wollte es nicht hergeben, ich wollte es verkaufen. Ja, aber... So ein Kind ist doch mehr wert als nur so ein paar Euros. Ja, ich dachte auch an was Dreistelliges. Da hatte ich einen Spaß.
habe ich auch öfter gemacht. Dann habe ich noch so einen chauvinistischen Account angelegt. Gunnar 42 oder so habe ich gelernt. Erwarten unser viertes Mädchen und möchten gerne tauschen. Gab es auch wieder Antwort drauf? Ja, man gibt doch so ein Neugeborenes nicht einfach so her. Dann habe ich darauf geantwortet, ich meinte ja nicht das Neugeborene, ich meine die 13-Jährige. Wickel ich wirklich erst, wenn voll ist? Wofür steht die Kiloangabe auf den Windelpackungen? Wenn nicht dafür. Kriegt mein Kind 8 Schmusetücher gleichzeitig in den Mund, ohne zu ersticken? Und wie soll's schlafen, wenn ich alle 12 Spieluhren, die wir geschenkt bekommen habe, gleichzeitig laufen lassen? Ja, und meistens um die Uhrzeit stelle ich mir so eine Frage, wenn ich immer so auf der Bühne stehe und dieses Programm runterratter, meine kleine Prinzessin dann schon schläft, wenn ich nachher nach Hause komme. Dankeschön!